Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, denen, die damals dabei waren, wie denen, die damals nicht dabei sein konnten, wird das in ähnlicher Weise nahegehen. Von den Mitgliedern des 18. oder unter den Mitgliedern des 18. Deutschen Bundestages gibt es noch ganze 11 Abgeordnete, die auch damals dem Deutschen Bundestag angehörten. Ich finde es schön, dass die vereinbarte Debatte, die sich nun mit diesem Ereignis auseinandersetzen soll, mit einer dieser 11 Abgeordneten beginnt. Und ich erteile der Kollegin Gerda Hasselfeld das Wort. Gerda Hasselfeld ist die Landesvorsitzende, Gruppenvorsitzende der CSU und ist seit 1987 Mitglied im Deutschen Parlament. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der 9. November 1989 war ein vergleichsweise gewöhnlicher Donnerstag in einer Sitzungswoche. Und doch sollte dieser Plenartag überraschend enden. Enden mit dem Singen unserer Nationalhymne, wie wir es gerade gesehen haben. Aus einem gewöhnlichen Tag, aber in durchaus bewegten Zeiten, wurde ein historischer Tag, ein Tag, an dem die Mauer fiel. Es wurde der Schicksalstag der Deutschen. Und was nach dem Ende der Plenarsitzung folgte, das war dann auch eine außergewöhnliche Nacht. Eine Nacht, die die Welt veränderte. Die damalige Situation im Plenarsaal, die Bilder, die in jenen Stunden um die Welt gingen, die werde ich nie vergessen. Menschen aus Ost und West, die sich bislang nicht kannten, laufen aufeinander zu, fallen sich in die Arme, tanzen auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor. Und ihre Gesichtszüge sind von großer Freude und ebenso großer Ungläubigkeit geprägt. Scheinwerfer, die lange dazu dienten, Flüchtlinge aufzuspüren, beleuchten nun den Taumel des Glücks, das Ende von Diktatur und Spaltung. Und von diesen Bildern ging meines Erachtens auch eine Symbolkraft aus. Es war, als würde man in jedem Gesicht die Freiheit sehen. Es waren die Menschen in der ehemaligen DDR, die mit ihrem Engagement das Licht der Freiheit entzündet haben. Und sie waren nicht alleine, sondern wie der Herr Bundestagspräsident in seiner Rede zum Ausdruck gebracht hat, begleitet von vielen Menschen in vielen anderen europäischen Ländern, die auch in ihrer Heimat für Freiheit, für Demokratie und Menschenrechte mutig gekämpft haben. Und das alles geschah ohne Blutvergießen, ohne einen einzigen Schuss. Und hierfür, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, empfinde ich noch heute große Dankbarkeit. Und vielleicht haben wir im Westen in diesen Stunden erst so richtig begriffen, welche Kraft die Sehnsucht vieler Menschen nach Freiheit entfalten kann, dass sie Furcht und Angst überwindet und einen Staat, der den Menschen die Freiheit vorenthält, auch in die Knie zwingen kann. Was es aber heißt, durch eine Mauer der eigenen Freiheit beraubt zu sein, was es heißt, von einem Unrechtsregime bespitzelt und gegängelt zu werden, das haben die vielen politischen Gefangenen, das haben die Flüchtlinge und Ausreisewilligen und vor allem die Mauertoten aufs Bitterste gelehrt. Ihnen allen sollen wir auch heute gedenken. Der Fall der Mauer, meine Damen und Herren, war der erste Schritt in Richtung Freiheit. Ihm sollte dann der zweite in Richtung Einheit folgen. Und fasziniert haben wir miterlebt, wie bei den Montagsdemonstrationen aus dem Ruf "Wir sind das Volk", dann "Wir sind ein Volk"
wurde. Und damit plötzlich die Frage der deutschen Einheit auf der weltpolitischen Agenda stand. Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit, das war für uns in der Union nie ein Lippenbekenntnis, sondern immer eine Herzensangelegenheit. Wir haben in all den Jahrzehnten der Teilung am Gedanken der deutschen Einheit festgehalten. Auch und gerade, als dies im Westen Deutschlands zunehmend unpopulärer wurde und die politische Bereitschaft wuchs, sich mit einer Zweistaatlichkeit zu arrangieren. Ich darf ganz persönlich sagen, auf diesen klaren Kurs der Union bin ich auch heute und gerade heute besonders stolz. Bayern hat doch seine Klage gegen den Grundlagenvertrag vor dem Bundesverfassungsgericht im Jahr 1973 erreicht, dass das im Grundgesetz verankerte Wiedervereinigungsgebot für alle Verfassungsorgane unverändert bindend blieb. Und tatsächlich ist am 3. Oktober 1990 die staatliche Einheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung in Erfüllung gegangen. Unvergessen ist dabei die historische Leistung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Er hat die einmalige Chance mit Mut und Überzeugungskraft ergriffen, als sich mit dem Mauerfall das Tor zur Einheit unseres Vaterlandes öffnete. Und mir ist es heute aber ebenso wichtig, die großartige Aufbauleistung der Bevölkerung und der Politiker in den östlichen Bundesländern zu würdigen. Auf das, was dort in den vergangenen 25 Jahren gemeinsam erreicht wurde, können alle stolz sein. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach dem Mauerfall gehören in Deutschland staatliche Unterdrückung und Willfährigkeit der Vergangenheit an. Doch Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, das alles ist uns nicht einfach so gegeben. Das lehrt uns unsere Geschichte und das lehren uns auch die Krisenherde dieser Welt. So darf der 9. November 1989 für uns nicht nur ein Tag der Freude und der Dankbarkeit sein, sondern er soll gleichsam Verpflichtung und Auftrag sein, immer und überall für die Werte einzutreten, für die ein ganzes Volk im Herbst 1989 mutig gekämpft hat. Ich danke Ihnen. Gerda Hasselfeld, die Landesgruppenvorsitzende der CSU. Logischerweise ist sie aus Bayern, also aus dem Westen, und hat aus ihrer Sicht noch einmal diesen Tag, diesen 9. November gewürdigt. Nächste Rednerin Iris Gleike von der SPD. Sie sitzt seit 1990 im Deutschen Parlament für Thüringen und ist Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antwort auf die Frage, warum es die Mauer gegeben hat, ist ganz einfach. Und unglaublich schwer. Man muss die Antwort darauf aus meiner Sicht immer damit beginnen, dass die Mauer ein Monstrum gewesen ist. Ein monströses Bauwerk und eine furchtbare Grenze. An dieser Grenze sind Deutsche von Deutschen ums Leben gebracht worden, weil sie ein anderes und besseres, weil sie ein freies Leben wollten. Wer das Leben in der Diktatur nicht mehr ertrug und versuchte, die Mauer zu überwinden, der riskierte sein Leben oder zumindest schwere und schwerste Verletzungen und Jahre im Knast. Wir gedenken der Toten. Wir gedenken der Opfer und wir fühlen mit ihren Angehörigen. An dieser Mauer sind Menschen gestorben und an dieser Mauer sind unzählige Träume zerschellt. Wie auch immer diejenigen ihr Tun zu rechtfertigen versuchten, die die Mauer errichten ließen, was blieb, war ein Albtraum für ein ganzes Volk. Man kann die Mauer in ihren historischen Kontext einordnen.
aber man kann sie nicht rechtfertigen. Das ist das, worauf es ankommt. Es gab und es gibt keine Rechtfertigung für den Schießbefehl und für den Versuch, die eigene Bevölkerung zur Geisel zu nehmen. Die Mauer war weitaus mehr als der bloße Ausdruck von Willkür einer politischen Clique, die rücksichtslos ihr Herrschaftsgebiet sichern wollte und bereit war, dafür über Leichen zu gehen. Sie war das zu Stein gewordene Symbol der Teilung Deutschlands, Europas und der Welt. Sie war der weithin sichtbare Ausdruck des Kalten Krieges. Die Mauer, wir dürfen das niemals vergessen, war ebenso wie die DDR-Diktatur in letzter Konsequenz eine Folge des verbrecherischen Zweiten Weltkriegs, den Deutschland angezettelt hatte und der in der ebenso verdienten wie totalen Niederlage endete. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Dieser Konsens muss fortbestehen. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Meine Damen und Herren, vergessen wir bitte auch nicht, dass die Deutschen in Ost und West in sehr unterschiedlicher Weise für den Zweiten Weltkrieg bezahlt haben. Für die Westdeutschen gab es die repräsentative Demokratie, den Marshallplan und die soziale Marktwirtschaft. Für die Ostdeutschen gab es die Diktatur, den Abbau ganzer Industrieanlagen und eine zum Scheitern verurteilte Planwirtschaft. Und es gab eine fast unüberwindliche Grenze. Die Teilung unseres Landes hat über 40 Jahre lang gedauert. Es erstaunt mich immer wieder, dass es heute Leute gibt, die offenbar ernsthaft glauben, dass sich diese Teilung mit all ihren Folgen innerhalb von nur 25 Jahren vollständig überwinden ließe. Das ist mit Verlaub eine lächerliche Vorstellung. Wir haben unglaublich viel erreicht in den letzten 25 Jahren, um die Folgen der Teilung zu beseitigen. Und den Rest, den schaffen wir auch noch. Aber es ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, im Miteinander und ohne die groteske Erbsenzählerei, mit der manche die Kosten der Einheit bis hinters Komma berechnen wollen. Manchmal sehne ich mich zurück nach dieser Zeit im November des Jahres 1989, als die Deutschen sich in den Armen gelegen haben. Und ich erinnere mich, an die Tränen in den Augen und an diese unbändige Freude und Erleichterung. Und dann frage ich mich, was ist uns heute eigentlich davon geblieben? Vielleicht geben uns die kommenden Tage etwas von diesem Gefühl zurück. Ich würde es uns allen wünschen. Ich wünsche uns schöne und fröhliche Feiern. Ich wünsche uns, dass das Gedenken nicht irgendwann zum Ritual erstarrt und dass der Ausdruck von innerer Betroffenheit nicht irgendwann zur Maske wird. Meine Damen und Herren, es gibt in der Geschichte keine Zwangsläufigkeit und keine Gewissheit. Aber es gibt immer die Hoffnung auf die Vernunft und darauf, dass sie sich durchsetzt. Man kann das nicht besser sagen als mit den Worten Willy Brandts, der 1964 hier in Berlin erklärte, die Mauer stehe gegen den Strom der Geschichte und gegen das Gebot der Menschlichkeit. Willy Brandt hat seinen Teil dazu beigetragen, dass sich die Vernunft durchsetzen konnte und dass sich seine Hoffnung erfüllte. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind stolz darauf. Die Mauer wurde fortgespült vom Strom der Geschichte. Sie hatte keinen Bestand.
Sie wurde niedergerissen von den Ostdeutschen, die sich ihre Freiheit selbst erkämpft haben. Mit einer Revolution, bei der kein einziger Schuss gefallen ist und die wir deshalb voller Stolz als unsere friedliche Revolution bezeichnen dürfen. Die Mauer ist gefallen. Dieser Traum ist wahr geworden. Andere Träume, die wir damals in diesen Tagen der Hoffnung hatten, haben sich bislang noch nicht erfüllt. Was ist eigentlich aus der Sehnsucht danach geworden, dass aus den Schwertern Pflugscharen werden? Und was ist eigentlich aus Michail Gorbatschows Vision vom gemeinsamen Haus Europa geworden? Wir sind ein Volk. Es ist an uns, all unseren Nachbarn zu beweisen, dass wir diese Träume nicht aufgegeben haben und niemals aufgeben werden und dass wir unverdrossen auf die Kraft der Vernunft und auf eine bessere Zukunft vertrauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Iris Gleike, von Gefühlen übermannt, sehr sympathisch. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, wenn man an diesen 9. November 1989 zurückdenkt. Dieses Glücksgefühl sowohl in West wie auch in Ost. Und vielleicht sollten wir uns bei aller Kritik an dem einen oder anderen doch immer wieder an dieses Gefühl zurückerinnern und das Gefühl der Freiheit, auf das es niemals aufhören darf. Nach Iris Gleike jetzt Gregor Gysi, der Fraktionsvorsitzende der Linke. Am 9. Dezember 1989 wurde er zum letzten Chef der SED gewählt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor dem Fall der Mauer fand die legendäre Kundgebung am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Diese Kundgebung war selbstbestimmt, souverän, kulturvoll und hatte viel Humor. Damals ging es um eine grundlegende Reform der DDR. Die Hauptlosung aber lautete: keine Gewalt. Das galt auch später bei der Maueröffnung und für die gesamte friedliche Revolution. Es ist eine historische Leistung aller Beteiligten in der DDR, dass es zu keinem Zeitpunkt damals Gewalt gab. Die DDR war eine Diktatur. Sie war kein Rechtsstaat. In ihr gab es staatlich angeordnetes, auch grobes Unrecht. Der wachsende Mut der Bürgerinnen und Bürger der DDR resultierte auch daraus, dass man die Sowjetunion nicht mehr gegen sich, sondern hinter sich wusste und glaubte, es allein mit der SED-Führung aufnehmen zu können, zu Recht. Nach dem Fall der Mauer ging es dann um die Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas. Der Fall der Mauer war für die Bürgerinnen und Bürger der DDR ein ungeheurer Befreiungsakt. Niemals vorher und nachher habe ich so überglückliche Gesichter im Fernsehen gesehen wie in dieser Nacht. Es ist nicht hinnehmbar, wenn einer Bevölkerung gesagt wird, dass abgesehen von bestimmten erlaubten Dienstreisen, von einigen dringenden Familienangelegenheiten, nur Invaliden und Altersrentnerinnen und Altersrentner den Westteil der Stadt Berlins, Hamburg, München, Stuttgart, Paris oder London sehen dürfen. In der Regel bedeutete das für Frauen, dass sie 60 Jahre und für Männer, dass sie 65 Jahre alt werden mussten, bis sie sich den größeren Teil der Erde anschauen durften. Für sie war der Westen fast so weit weg wie der Mond. Der Fall der Mauer veränderte aber auch das Leben der Westdeutschen, der Europäerinnen und Europäer und führte weltweit zu neuen Strukturen. Beim Fall der Mauer gab es nämlich genauso glückliche Gesichter im Westteil der Stadt Berlins wie in der alten Bundesrepublik. Das spätere Problem, das will ich hier offen sagen, ist, dass wir statt der Vereinigung einen Beitritt hatten. Die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen und hat sich deshalb nichts im Osten angesehen. Wenn man Dinge wie das Kindertagesstättennetz, die Polikliniken, jetzt Ärztehäuser oder die Berufsausbildung mit Abitur, nur einige wenige, vieles musste verschwinden, übernommen hätte, hätte es das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt und vor allem dazu geführt, dass die Westdeutschen eine Qualitätssteigerung mit der Vereinigung erlebt hätten, was ihnen nicht gegönnt wurde. Dadurch entstand bei den Westdeutschen die Illusion, für sie bleibe alles, wie es war. Nicht nur die DDR ist verschwunden, sondern auch die alte Bundesrepublik. Damit hängen dort auch einige Enttäuschungen zusammen.
Die alte Bundesrepublik war sozialer als die Vereinte. Die alte Bundesrepublik hätte niemals Krieg geführt, im Unterschied zur Vereinten. Zurück zu Ostdeutschland. In der Super-ELO vom 9. Oktober 2014 ist eine interessante Umfrage veröffentlicht. Danach schätzt eine Mehrheit der Ostdeutschen in 10 Punkten ein, dass es ihr doch deutlich besser geht als in der DDR. Und in 10 Punkten wird das Gegenteil behauptet. Die 10 Punkte, in denen es Ihnen nach eigener Einschätzung besser geht, beziehen sich in der Reihe der Mehrheiten, in der Reihenfolge der Mehrheiten auf das Warenangebot, den Urlaub, die Weltoffenheit, die Meinungsfreiheit, die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen und des Einzelnen, die Wohnverhältnisse, den Umweltschutz, die Selbstverwirklichung und die Verwirklichung der Menschenrechte. Wir müssen allerdings auch zur Kenntnis nehmen, in welchen 10 Punkten die Mehrheit der Ostdeutschen meint, dass es ihr diesbezüglich in der DDR besser gegangen sei. Wiederum in der Reihenfolge der Mehrheiten bezieht es sich auf sichere Arbeitsplätze, die sicheren niedrigen Mieten, die Kinderbetreuung, den Gemeinschaftssinn. Ich sage ja nur, was die Ostdeutschen denken. Ich sage gar nicht, dass ich es teile. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Sportförderung, den Zusammenhalt der Familie, die soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Abgesehen von interessanten kulturellen Momenten bringt es im Kern doch eins zum Ausdruck. Die Ostdeutschen wollen beides. Freiheit aus der Bundesrepublik und höhere soziale und Sicherheit und Gerechtigkeit, wie sie früher kannten. Es gilt aber für alle Menschen in Deutschland folgender Zusammenhang. Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit ohne Freiheit taugt ziemlich wenig. Und Freiheit und soziale und Freiheit ohne soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit verliert an Bedeutung, ist zum Teil nicht nutzbar. Wir alle hier im Saal sind privilegiert. Unsere Meinung können wir ziemlich öffentlich verkünden, die meisten Menschen nur untereinander. Wir können es uns leisten, nach London oder New York oder Paris zu reisen. Für viele ist dies nicht bezahlbar. Deshalb ist es so wichtig, die Einheit von Freiheit, Demokratie, sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit herzustellen. Und wir brauchen endlich eine gleiche Lebensqualität in Ost und West. Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass wir erreichen, dass gleicher Lohn in gleicher Arbeitszeit für gleiche Arbeit in Ost und West gezahlt wird. Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass endlich die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung in Ost und West bezahlt wird. Und es ist auch nicht zu viel verlangt, dass man bei der Mütterrente für ein Ostkind nicht weniger bekommt als für ein Westkind. Und ich möchte den Respekt für Lebensleistung in Biografien und Biografien in Ost und West gleichermaßen. Die Mauer ist gefallen. Sie muss, soweit noch vorhanden, endlich auch in den Köpfen überwunden werden. In meiner Generation ist das zum Teil schwer, in der Generation meiner 18-jährigen Tochter überhaupt kein Problem mehr. Ich meine, die Mauer muss überhaupt fallen und wir dürfen keine neuen errichten. Damit meine ich die Mauer zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen weltweit und in unserer Gesellschaft, die Mauer zwischen armen und unvorstellbaren Reichen weltweit und in unserer Gesellschaft und auch die Mauer an den Außengrenzen der Europäischen Union. Wir dürfen nicht Flüchtlinge bekämpfen, sondern müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und außerdem hat man Flüchtlinge einfach anständig zu behandeln. Lassen Sie mich zum Schluss einen Wunsch äußern. Die große Feier zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit im nächsten Jahr sollte außerhalb der Regel in Leipzig begangen werden. Leipzig hat sich das verdient. Gregor Gysi, der Fraktionschef der Linken, ging mit keinem Wort auf den Vortrag hier von Wolf Biermann ein. Nächste Rednerin hier in der Debatte, Katrin Göring-Eckardt. Sie ist Gründungsmitglied des Demokratischen Aufbruchs gewesen, war bei Demokratie Jetzt, dann bei Bündnis 90, anschließend Bündnis 90 Die Grünen, und sie kommt aus Thüringen. 25 Jahre, das ist mehr als ein Jubiläum, das ist eine Generation. 20 Millionen Deutsche wurden nach 1989 geboren. 22 Millionen Menschen sind neu zu uns gekommen und 17 haben unser Land verlassen. Deutschland ist heute ein anderes Land, aber das Vergangene ist nicht vorbei. Die gespannte
Atmosphäre der Friedensgebete, der Geschmack der ersten erkämpften Freiheit auf den Straßen von Plauen, Dresden, Leipzig, Arnstadt, vom Alexanderplatz, die Freude vom Mitgestalten an den runden Tischen im ganzen Land, die Selbstemanzipation eines Volkes. Das begleitet uns bis heute. Wo bist du gewesen damals am 9. November? Auch diese Frage begleitet uns. Ich saß am Fernseher. Mein Sohn, mein ältester Sohn, ist nur ein paar Wochen älter als der Einsturz der Mauer. Und dass er heute einer Tageszeitung sagen kann, dass bei uns am Küchentisch immer über Politik gesprochen wurde, das ist großartig. Und meine Kinder, sagt er, inzwischen hat er 3, sollen einmal politische Menschen werden. Das Mitgestalten und die Selbstemanzipation trägt sich fort. Mauerstücke aus dem eisernen Vorhang wurden immer wieder herausgebrochen. Nicht nur 1953, 56, 68, 80. 1956 standen neben den Ungarn auch Studierende in Rumänien auf. 1962 wurden 24 protestierende Arbeiter in der Sowjetunion massakriert. Diese Revolution trägt die Namen von Václav Havel, von Andrej Sacharow und Jelena Bonner, von Hertha Müller und Lech Walesa, von Marianne Birtler und Bärbel Bohley. Und als Evangelische sage ich auch das, sie trägt auch den Namen von Johannes Paul II. Diese Revolution war nicht schwarz-rot-gold, sie war der Beginn eines gemeinsamen, eines wahren, eines wirklichen Europa. Die Revolution war nicht zuerst erfolgreich wegen der Diplomaten und Staatschefs, sondern weil die DDR-Diktaturen mit allem gerechnet hatten, nur nicht mit Kerzen. Die DDR war auch nicht nur wirtschaftlich pleite, sie war politisch, moralisch und ökologisch bankrott. Und natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat, und alle, die versuchen, darum herum zu lavieren, müssen sich anschauen, was war. Ein Staat ohne demokratische Selbstbestimmung, ohne Transparenz der öffentlichen Meinung, ohne unabhängige Justiz, ist erst einmal ganz banal eine Diktatur. Kein zweiter Nationalsozialismus, auch kein Stalinismus wie in der Sowjetunion der Gulags, aber nur, weil die DDR versucht hat, sich den Mantel der Rechtsförmigkeit umzulegen, wird sie eben nicht zum Rechtsstaat. Wer einen Ausreiseantrag gestellt hatte, verlor seinen Arbeitsplatz trotz Arbeitsgesetzbuch. Und wem eine feindlich negative Grundhaltung unterstellt wurde, wurde möglicherweise seine Kinder weggenommen, trotz Familiengesetzbuch. Der Zorn der SED traf nicht nur die Oppositionellen, er traf deren Töchter, Söhne oder gar Freunde. In der DDR verliefen Alltag und Willkür parallel, da kann man sich noch so sehr winden. Und deshalb muss das heute klipp und klar gesagt werden. Es geht nicht darum, Biografien von früher zu B oder entwerten. Ulrike Poppe hat zu Recht gesagt, die DDR, das waren wir alle. Das war richtiges Leben im Falschen, aber daneben war es eben auch das Grundfalsche. Ich habe meinen Vater, der war Tanzlehrer, einer der wenigen selbstständigen Berufe in der DDR, mehrfach zum Vortanzen begleitet, in einen Jugendwerkhof. Da saßen Jugendliche im Knast, bis aufs Gröbste ihrer Würde beraubt. Manchmal für Diebstahl, aber oft genug einfach nur
für ein falsches Wort. Ich kann die zittrigen Hände des 16-Jährigen nicht vergessen, dem er seinen Namen nicht sagen durfte, der nur sagen konnte, ich habe doch nichts gemacht, nur einen Witz. Ein Witz über die Mauer. Um dessen Biografie geht es. Mindestens ebenso wie um die Biografie des Zerspaners, den Sie in Westdeutschland Dreher nennen, der plötzlich irgendwie zum Staatsfeind wurde, ohne genau zu wissen, warum. Und es geht um die Biografie der Chemikerin, die im Wissenschaftsbetrieb war und einfach versucht hat, nicht anzuecken. Biografien haben wir alle, aber unsere besondere Aufmerksamkeit und die Aufarbeitung dessen, was war, die muss zuerst und zuallererst denen gelten, die gelitten haben und manchmal bis heute unter dem leiden, was ihnen angetan worden ist, meine Damen. Und ich will das in alle Richtungen sagen, weil ich fest überzeugt davon bin, dass Aufarbeitung der Geschichte nur dann geht, wenn man sich das je eigene anschaut. Und das gilt für Sie ganz genauso mit den Blockparteien der DDR wie für die Linke. Einen Unterschied gibt es allerdings, nämlich dass in der Union heute niemand bestreiten würde, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Aber wenn wir Schuldeingeständnis und Versöhnung wollen, dann müssen wir heute auch den Jungen sagen können, haben wir tatsächlich angeschaut, was gewesen ist? Sind wir tatsächlich damit umgegangen oder haben wir geschwiegen oder ignoriert? 25 Jahre danach ist es auch Zeit, das Schweigen zu brechen über die eigene Geschichte und den Umgang damit. Meine Damen und Herren, heißt eigentlich von Ossis lernen, siegen lernen? 2015 werden mit dem Bundespräsidenten, dem Präsidenten des Bundesrates und der Bundeskanzlerin vermutlich 3 der 5 höchsten Staatsämter des Landes von Menschen besetzt, die ihre Biografie in der DDR begonnen haben. 25 Jahre haben viele Biografien verändert und das Land, die Landschaften. 1986, nach dem Super-GAU in Tschernobyl, begann es mit den Umweltbibliotheken. 1989 stand das Land auch vor dem ökologischen Zusammenbruch. Nein, das, was wir heute erleben, das sind nicht die verspäteten blühenden Landschaften. Aber dass Ostdeutschland heute eine Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien einnimmt, das ist schon interessant nach Braunkohle, Gestank und vergifteten Flüssen. Nach 1989 gab es aber auch Verwerfungen. Es gab Menetekel wie Lichtenhagen oder Hoyerswerda, es wurden Fehler gemacht. Es gab viele und vielleicht für manche zu viele Versprechungen, die nicht einlösbar waren. Und Menschen, die allein gelassen wurden. Und dennoch hat sich das zentrale Versprechen der friedlichen Revolution erfüllt, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, die keine hohle Phrase ist. Und es kann schon sein, dass jemand doof findet, was das Staatsoberhaupt sagt. Aber hier kommt man dafür nicht in den Knast, sondern man kriegt Sendezeit in der Tagesschau. Die Freiheit, das ist das großartigste und wunderbarste Geschenk, was wir bekommen haben. Und es ist doch nicht erstaunlich, dass Leute hierher kommen aus Krieg, Verfolgung, Unfreiheit, Vertreibung. Und diese Freiheit müssen wir uns teilen wollen. Freiheit gehört zu den Dingen, die größer und mehr werden, wenn man sie teilt. 25 Jahre danach können wir sie jeden Tag erleben. Und vor 25 Jahren hätte ich jede Wette gemacht, dass ich niemals hier stehen würde. Vielen Dank. Katrin Göring-Eckert, Gründungsmitglied des Demokratischen Aufbruchs. Der nächste Redner, der da gleich steht, Arnold Fahrt, der ist nun wirklich Opfer des Systems gewesen. 1982 wurde er für Wehrdienstverweigerung für 6 Monate in den Knast gesteckt, mit Zwangsarbeit und allem drum und dran. Er gehört zur Gruppe der 20 und später zum Neuen Forum. Heute ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, mit einem Zitat zu beginnen.
Wir haben hier warme Unterkunft und warme und sichere Unterkunft für jeden. Wir haben hier medizinische Betreuung. Jeder wird satt und es gibt Arbeit für alle. Das hat der Strafvollzugsbeamte, der uns am 23. Dezember 1982 in der Strafvollzugseinrichtung unter Wellenborn begrüßte, zu uns gesagt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wichtig sind für Menschen, die man aber in jedem Gefängnis bereitstellen kann. Und, meine Damen und Herren, das hat Herr Gysi richtig gesagt, ohne Freiheit sind alle diese Dinge nicht viel. Ich füge hinzu, nichts. Der Mauerfall, über den wir heute sprechen, ist ganz wesentlich von jenen bewirkt worden, die in Scharen im Sommer 1989 die DDR verlassen haben, alles hinter sich gelassen haben, nicht, überhaupt nicht an alle diese Dinge gedacht haben, die heute den größten Teil unserer politischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik Deutschland ausmachen und nur eins wollen, wenn nötig mit dem nackten Leben, den Zustand hinter sich lassen, der sie einengt, der sie ihrer Selbstbestimmung und ihrer Würde beraubt. Das war das Ziel, das haben sie erreicht. Und das war der entscheidende Anstoß dafür, dass diese Mauer fiel. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber auch sagen, der Mauerfall als solcher mag mit seinen Bildern die ganze Welt fasziniert und in seinen Bann gezogen haben. Aber es war noch nicht der Durchbruch. Nach dem Mauerfall erwartete uns alle in Ostdeutschland noch härteste Arbeit, um tatsächlich der Demokratie zum Durchbruch zu verhelfen. Denn, wie Sie vielleicht wissen, hatten die Grenzbeamten Anweisungen, einen sogenannten Querulantenstempel in die Ausweise zu setzen damals. Was bedeutete das? Etliche bekamen die Stempel aufs Passbild mit der Absicht, sie nicht wieder rüberzulassen, wenn sie wieder rüberkommen wollen. Das ist verbürgt. Das heißt, die Möglichkeit, die Mauer wieder zu schließen, die Möglichkeit, 300.000 Menschen wegzulassen und dann zu sagen, jetzt machen wir wieder zu und mit dem Rest werden wir leicht fertig, die hat nach dem Mauerbau also theoretisch noch bestanden. Aber, meine Damen und Herren, wir sind eben weitergegangen und haben dann versucht, die Strukturen zu zerstören, die wesentlich waren, um genau den Zustand DDR so lange Jahre aufrechtzuerhalten. Und das ist insbesondere die Besetzung der Staatssicherheit und das ist insbesondere, dass wir es dann geschafft haben, wirklich freie Wahlen abzuhalten. Meine Damen und Herren, was wir damals erlebt haben, sollte uns heute eine Mahnung sein, dafür zu sorgen, dass auch alle diejenigen sich unserer Solidarität sicher sein können, die aus einer ähnlichen Situation heraus wollen, aus der wir damals mit Erfolg herausgekommen sind. Und ich möchte Ihnen sagen, wir waren in Ostdeutschland nicht in erster Linie die Untertanen der SED. Wir waren über 40 Jahre lang die Untertanen der Sowjetunion. Die SED hätte nicht regieren können bei uns, wenn nicht 500.000 russische Soldaten in den Kasernen als Besatzungsmacht ständig anwesend gewesen wären. Und deshalb, meine Damen und Herren, macht es mich besonders nachdenklich, wenn ich einerseits vom Herrn Bundestagspräsidenten höre, dass der sanftmütige und freundliche Václav Havel wegen Rauditums eingesperrt war, unmittelbar vor den Ereignissen in der Tschechoslowakei im Sommer 1989. Und dann, meine Damen und Herren, höre ich, wie eine ganze Regierung, nämlich die in Kiew, pauschal als Faschisten verunglimpft wird. Das ist dieselbe Tonlage, meine Damen und Herren. Und diese Tonlage möchte ich heute im wiedervereinigten Deutschland in diesem Hause hier nicht mehr hören. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir am Ende
Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung noch einen Vers zu zitieren von unserem Freund Wolf Biermann, der uns heute hier ein Lied gesungen hat. Er hat noch mehr Gedichte, zum Beispiel das Gedicht vom Gut Kirschenessen. Da trifft er im Traum Robert Havemann und schreibt dann: Ich sang ihm die schönsten Lieder. Da wurde der Himmel plötzlich schwarz von tausendfachen Gefieder. Der Schwarm zog gegen in die kalte Nacht und krächzte im Nieselregen, voran das ganze Politbüro, dem Abendrot, dem Abendrot, dem Abendrot entgegen. Gen Westen gegen den Wind anschrien im Sturm die verzauberten Raben. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich weiß schon, Sie haben uns alles verziehen, was Sie uns angetan haben. Vielen Dank. Sehr deutliche Worte hier zum Schluss von Arnold Fartz.